Für uns steht der Mensch im Fokus und ich möchte möglichst viele Unternehmungen mit CSR und Diversity Management inspirieren, weil ich denke, wir machen unseren Wirtschaftsstandort Österreich sehr stark damit. Ich erwarte mir viele neue Gesichter, viele neue Unternehmen, viele neue EntscheiderInnen. Viele Sachen kennenlernen, die ich noch nie gehört habe, dass es sie gibt. Sehr interessante Leute hier, interessante Projekte, interessante Unternehmen. Wir sind ein Stahlhandelsunternehmen, haben ein Lager mit sehr vielen Kulturen. Bin ich gespannt auf Impulse quasi. Ich halte die ganze Veranstaltung für extrem gut. Herzlich willkommen zum B2B Diversity Day 2013. Im Folgenden hören Sie jetzt einige Keynote-Speeches zu diesem Thema. Sehr interessant, viele interessante Beiträge. Interessante Sichtweisen aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft. Diversität, der Begriff Diversität beschreibt ganz einfach einmal prinzipiell Heterogenität, Verschiedenartigkeit oder auch die Vielfalt von Menschen. Die Karte der Vielfalt möchte die Unternehmen dazu motivieren, die Vielfalt ihrer Stakeholder, also der Mitarbeiterinnen, Kundinnen und auch Kooperationspartnerinnen, als wirtschaftliche Chance zu sehen und auch zu nutzen. Ich sehe immer neue Gesichter und das ist ein gutes Zeichen. Ich finde gerade aus dem Hinblick des demografischen Wandels wird das Thema natürlich zwangsläufig wichtig werden für die Unternehmen. Und von daher ist es hier eine sehr, sehr gute Plattform, wo sich wirklich Menschen aus den unterschiedlichsten Richtungen hier austauschen können und das Thema meiner Meinung nach sehr gut vorantreiben können. In einer Podiumsdiskussion möchten wir uns jetzt auch noch einmal schwerpunktmäßig dem Thema widmen, Förderung der Diversitätsschwerpunkte in Unternehmen und auch vor allem, was die Politik da an Rahmenbedingungen geben kann, soll und muss. Ich möchte zeigen, dass Diversity nicht ein Lippenbekenntnis ist, sondern dass es von top-down, sprich von der Geschäftsführung her, gelebt werden muss. Und ich denke, da habe ich sehr, sehr viele interessante Beispiele, die ich heute erzählen möchte. Wertschätzung für alle Menschen, egal wie sie sind, woher sie kommen, welche Orientierung sie haben, welche Talente sie haben, ganz einfach für die Menschen so, wie sie sind. Und das Erkennen, dass jeder Mensch etwas zu geben hat und dass es wert ist, sich mit jedem Einzelnen auseinanderzusetzen. Vielfalt, das verbinde ich damit, Toleranz verbinde ich damit und sich engagieren für Menschen, die in speziellen Lebenslagen eine spezielle Hilfe brauchen. Ja, ich glaube, ich kann als Integrationsstaatssekretär die ganze Facette Integration von Zuwanderern einbringen. Diversität ist ja breiter als nur das Thema unterschiedlicher Herkunftsländer, aber das ist eine Facette davon, die ich einbringen kann. Besonders die junge Generation, Stichwort Generation Y, legt auch immer mehr Wert auf weiche Faktoren. Und wir beschäftigen uns besonders mit dem Thema Familienfreundlichkeit als einen Aspekt der Diversität. Ich habe das Projekt Arbeit und Behinderung vorgestellt in einem dieser Workshops und darauf aufmerksam machen auf unsere über 60, mittlerweile schon 63 Best Practices. Also ich habe mitgebracht ein hoffentlich sehr praxisnahe Workshop-Anordnung, wie man Leuten näher bringt, wie Journalisten auf das reagieren, was sie so tun. Ja, spannend, weil die Vielfalt wird präsentiert in den verschiedenen Teilnehmern, die da sind und die auch für verschiedene Themen stehen. Ich finde es sehr super, es ist entspannend, es gibt immer wieder Zeiten zum Netzwerken und Austausche. Und es sind wirklich wieder viele Themen dabei, die wirklich interessant für die Wirtschaft sind. Wir kümmern uns in der Caritas Vorarlberg um langzeitarbeitslose Menschen, beschäftigen, qualifizieren und vermitteln diese in den ersten Arbeitsmarkt. Bei dem Projekt können wir Frauen mit Migrationshintergrund direkt am Arbeitsplatz unterstützen. Wir unterstützen sie mit betrieblicher Sozialarbeit, Mediation und beruflichem Coaching.
Wir bieten jetzt auch Kurse und Maßnahmen in Gebärdensprache, in der Muttersprache für Gehörlose an, damit sie in die Gesellschaft andocken können und den Bildungsrückstand aufholen können. Besonders wichtig ist uns allen die Motivation, Begeisterung in den Kindern und Jugendlichen zu wecken und ihnen ihre Fähigkeiten und Begabungen aufzuzeigen. Wir wollen eine Dienstleistung anbieten, die tatsächlich einen Mehrwert schafft, genau in den Bereichen, wo wir tatsächlich glauben, dass wir mindestens dieselbe Qualität, wenn nicht sogar eine bessere, anbieten können. Und das beste Projekt ist Teach for Austria. Die Veranstaltung gefällt mir sehr gut, aber was ich besonders gut finde, ist die Initiative selbst. Ein weiteres Stück Sensibilisierung für die Gesellschaft. Diese Veranstaltung hier gefällt mir gut. Ich sehe hier viele verschiedene Firmen, ne? Und auch die Vorträge über Diversität, das Thema, die verschiedenen Vorträge zu dem Thema waren sehr interessant. Und es ist alles gut integriert gewesen. Ja? Es hat mir sehr gut gefallen.